Das große Thema für den Bundestrainer in den vergangenen Wochen. Wer ist die deutsche Nummer 1? Heute dürfte Joachim Löw die Entscheidung nicht schwer gefallen sein. Wiese und Butt schon in Berlin beim Pokalfinale. Also ganz klar, der Schalker Manuel Neuer in Aachen gegen Malta im Tor. Um ihn herum ein junges Team. Die Deutschen mit den drei Spitzen Podolski, Kießling, Kakao von Beginn an engagiert. Mit viel Zug zum Tor. Die erste Torchance, aber durch Mittelfeldmann Toni Kroos. Deutschland dominiert den allenfalls zweitklassigen Gegner. Aogo mit der genau getimten Flanke, Kakao 1:0. Das erste Länderspieltor des Stuttgarters. Danach das Team von Bundestrainer Löw, aber alles andere als zielstrebig und Manuel Neuer öfter als erwartet mit der Gelegenheit, sich auszuzeichnen. In der zweiten Halbzeit wechselt Löw wie angekündigt munter durch. 57. Minute, Großkreuz für Kroos und 20 Sekunden später der Dortmunder mit energischem Antritt. Kluger Pass auf Podolski. Kakao, sein zweites Tor, diesmal mit dem Fuß. Nur drei Minuten später wieder Kevin Großkreuz, eigentlich nur Perspektivspieler und gar nicht im WM-Aufgebot. Wieder Pass auf Podolski, eine scharfe Hereingabe. 3:0. Ein wuchtiges Eigentor vom Malteser Cicluna. Nur 3:0 gegen Malta, Bundestrainer Joachim Löw trotzdem nicht unzufrieden. Also ich hatte jetzt vor dem Spiel nicht die allzu großen Erwartungen. Das war jetzt, sagen wir mal, ein Auftakt. Und es war natürlich auch eine Mannschaft, die so noch nie zusammengespielt hat mit vielen jungen Spielern. Ich denke, eines war gut. Wir haben schon auf viele Chancen rausgespielt. Das war so. Wir hatten ja einige Großchancen. Allerdings haben wir zu wenig Tore erzielt. Ein geruhsames drittes Länderspiel für Manuel Neuer, wenn auch kein gemütliches. In der zweiten Halbzeit, muss ich sagen, wurde mir schon ein bisschen kalt. Aber wenn ich gebraucht werde, bin ich da gewesen. Und von daher habe ich heute meinen Job gemacht. Ein gelungenes Testspiel mit diversen Lichtblicken einen Monat vor dem Ernstfall am 13. Juni. Dann geht's beim WM-Auftakt in Durban gegen Australien.